Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und das alles beim 19. Triathlon rund um Dreikirchen im Westerwald. Es gibt große und kleine Triathlon-Veranstaltungen in der Region. Das hier ist eine kleine, bei der wir mal ganz genau hingeschaut haben. Wer im nördlichen Rheinland-Pfalz Triathlon erleben möchte, der hat dazu zahlreiche Möglichkeiten, etwa bei Liga-Wettkämpfen, am vergangenen Wochenende zum Beispiel beim Mittelmosel-Triathlon. Aber es gibt eben auch solche wie in Dreikirchen, ein Volkstriathlon, bei dem natürlich auch der eine oder andere ambitionierte Teilnehmer am Start ist, aber eben auch einer wie Michael Opper. Seit 19 Jahren gibt es den Triathlon, seit 19 Jahren ist er mit dabei, als Schirmherr und als Starter. Warum eigentlich? Das ist die Frage. Da muss ich mir ernsthaft mal Gedanken drüber machen. Weil es Spaß macht und weil es eine Befreiung herbeiführt und weil man das Vorhaben dann realisiert und kann sagen, man hat was gemacht. Und es spornt halt an, jedes Jahr wieder fit zu sein und fit zu bleiben für die Zukunft. Ich denke mal, das ist der Hintergrund, bei mir zumindest. Und das bei Wind und Wetter. Trainiert wird zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, natürlich mit dem Fahrrad. Das sorgt für Wettkampfhärte an Tagen wie diesen im Westerwald. Ein Start im Regen, ein Zieleinlauf mit Sonnenschein. Es war heute etwas widrig von den Umständen her, wettermäßig, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war schöner, wie wenn es zu heiß war. Es war relativ angenehm. Teilweise mit dem nassen Badeanzug ist schon etwas kühl, aber das verschmerzt man dann gerne, wenn man nachher im Ziel ist, dann vergisst man alles. Die Erleichterung im Ziel gibt es aber nicht nur bei denen, die sich für das gute Gefühl quälen, sondern auch bei denen, die um starke Zeiten kämpfen. Wie bei Heiko Görg von der RSG Montabaur, in diesem Jahr als Zweiter im Ziel. Kleine Triathlon-Veranstaltungen, die braucht es, unbedingt. Jeder ist mal ein Einsteiger wie ich und da ist so ein kleiner schon sinnvoll, weil man kann ja nicht direkt 500 Meter oder sogar die nächste Distanz 1500 Meter schwimmen, das ist schon eine Hausnummer. Sich kurzfristig entscheiden, noch mitzumachen. Bei großen Veranstaltungen nicht möglich, in Dreikirchen schon. So kam auch Bianca Krah spontan in den Westerwald. Die amtierende deutsche Meisterin im Cross-Duathlon meldete sich am frühen Morgen an, feierte wenige Stunden später den Sieg bei den Frauen, verwies Veronika Stumbeck auf Platz 2. Also zufrieden bin ich schon mit meiner Leistung. Da ich jetzt länger nichts gemacht habe, muss man erstmal wieder in den Wettkampf reinfinden. Schwimmen war super gut, Radfahren habe ich mich natürlich ein bisschen schwer getan, aber ich denke mal durch die nassen Straßen und auch halt eben relativ viel Wind, den man vielleicht jetzt so nicht vernimmt. Ja, wir haben uns mal immer abgewechselt, das war ganz lustig, genau. Sie kannte die Strecke nicht so gut und es hat sich da, glaube ich, ein paar Mal vertan und aber dann beim Laufen, das ist meine Schwachstelle, da hat es mich dann natürlich gekriegt. Ich habe mich so erschreckt, dass ich nicht die Schuhe wechseln musste, dass ich ganz vergessen habe, meinen Helm abzuziehen. Bin ich erst mit dem Helm losgelaufen, der liegt jetzt irgendwo in der Wiese, naja. Sie hat ihn später wiedergefunden und uns verraten, warum sie immer wieder gerne nach Dreikirchen kommt. Eine schöne kleine Veranstaltung, man sieht immer die gleichen Gesichter, man kann schauen, wie man von Jahr zu Jahr besser oder schlechter wird, also es ist einfach schön. Ja. Strecke war sehr hart, aber sehr schön, ne? War am Anfang ein bisschen nass die Radstrecke, ist mir das Hinterrad mal weggegangen, aber ansonsten super Strecke, genau nach meinem Geschmack, ging immer hoch und runter. Das Wetter hat sich natürlich noch enorm gebessert, heute Morgen vor dem Start hat es kurz noch geregnet und wir sind jetzt sehr dankbar, es hat aufgehört zu regnen, die Strecke ist trocken und mit der Teilnehmerzahl sind wir natürlich auch sehr zufrieden. Rund 100 waren am Start und machten damit die Veranstalter, den SC Alemannia Dreikirchen, glücklich. Im nächsten Jahr wird runder Geburtstag gefeiert. 20 Jahre Triathlon in Dreikirchen. Ganz sicher auch dann wieder klein, aber fein.